Herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Let's Play. Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Hier sind Videoszenen zu Kingdom Hearts 358,5 Tage drauf, Kingdom Hearts Rechain of Memory und Kingdom Hearts 1 Final Mix. Außer 358,5 Tage werde ich wahrscheinlich Rechain of Memory Let's Playen und Kingdom Hearts 1. Mit Kingdom Hearts 1 fangen wir jetzt mal an. Kingdom Hearts 1 Final Mix spielen? Ja, wollen wir. Wir starten einfach mal auch komplett in das Geschehen rein. Ich habe lange auf das Spiel gewartet und freue mich, dass es endlich da ist. Irgendwie ist gerade ein Schweizer Bildschirm. Ja, wir müssen jetzt... Ihr müsst mir leider zugucken, dass die Trophäen installiert sind, weil ich euch gerne sagen wollte, was auf dieser HD 1.5 Remix Version alles drauf ist. Weil vielleicht möchte sich die ja jemand nicht kaufen, weil er denkt, da ist nur Final Mix drauf und braucht das nicht. Ah, vielleicht überzeugt ihn ja dann Rechain of Memory. Wer weiß, wer weiß. Disney Interactive Studios. Ja, wer Kingdom Hearts nicht kennt, hier spielen halt Final Fantasy Figuren, sage ich mal, und Disney Figuren zusammen. Ja, Tarzan owned by Edgar Rice. Interessant. Kingdom Hearts Final Mix. Wie man sieht, Optionen hat man gerade nicht zur Verfügung. Ausgewogenes empfohlen für Einsteiger. Starte mit seltenen Items und einfachem Modus. Triff auf harte Gegner für spannende Kämpfe. Ja, ich nehme mal den normalen Final Mix Modus. Kameraeinstellungen bestimmen. Rotiere die Kamera automatisch. Rotiere die Kamera manuell mit dem rechten Stick. Ich lasse erstmal auf Auto. Vibration an, das mag ich. Schwierigkeitsgrad, Final Mix, Kamera, Auto, Vibration an, wunderbar. Starten wir in das Spiel. Das ist ganz schön laut auf dem Ohr, wenn ich das mal sagen darf. Egal, damit kann ich leben. Zur Not ändere ich das für die nächste Aufnahme dann. Ja, jetzt starten wir in den Intro. Wir gucken das Intro uns einfach mal an. I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real? Or not? Thank you.
Schneewittchen. Ja, jetzt starten wir eigentlich auch schon direkt in das Spiel rein. So viel zu tun, so wenig Zeit. Lass dir Zeit, hab keine Angst. Die Tür ist noch zu. Gehe nun weiter. Kannst du das? Nein, kann ich nicht. Benutze den linken Stick, um zur Fortbewegung leicht vorwärts kippen, um zu gehen, stark, um zu laufen. Ja, los, ich laufe. Und jetzt renne ich. In dir ruht eine Macht. Gib ihr eine Form. Und sie wird dir Kraft geben. Wähle gut. Ich nehme mal das Schwert. Ach, mit Kreis kann ich springen. Die Macht des Kriegers. Unbeugsamer Mut. Ein Schwert mit großer Zerstörungskraft. Mit einem Disney-Schädel drauf. Ist dies die Macht, die du suchst? Ja, ausnahmsweise. Du hast dich entschieden. Doch auf was verzichtest du dafür? Ja. Ich verzichte mal auf das Schild, glaube ich. Die Macht des Wächters. Güte und Hilfsbereitschaft sind Schild, um alles abzuwehren. Ein Schild, um alles abzuwehren. Verzichtest du auf die Macht? Och, ja. Du hast die Macht des Kriegers gewählt. Du verzichtest auf die Macht des Wächters. Ist das, was du dir wünschst? Ja, gerade ja. Oh nein. Jetzt falle ich runter. Uiu. Sieht ja aus wie Cinderella. Du hast die Macht zum Kämpfen erworben. Wunderbar. Drücke X, um anzugreifen. Husch. Genau, du hast das erfasst. War ja nicht so schwer. Benutze die Macht, um dich und andere zu beschützen. Hatte ich vor. Die grüne Liste zeigt deine Lebenspunkte LP, also deine Gesundheit an. Wenn deine LP aufgebraucht sind, landest du im Auswählmenü fürs Weiterspielen LAN. Die blaue Liste zeigt deine Magiepunkte an. Die Magie ist für dich jedoch noch ein Rätsel. Wer hätte es gedacht? Die Zeit des Kampfes wird bald kommen. Lass dein Licht hell erstrahlen. Naja, okay. Das heißt schattenlos schauen. Aua. Warum schlage ich daneben? Jetzt verschwinden die, weil ich eingehauen habe. Wenn du Gegner besiegst, sammelst du Erfahrung. XP. Sammelst du genügend Erfahrung, steigen deine Stufe. Stufe, wunderbar. Sie hinterlassen besiegte Gegner manchmal auch Items. Du kannst diese Items aufnehmen, indem du näher an sie herangehst. Es gibt verschiedene Items und die unterschiedliche bewirken, wie zum Beispiel LP oder MP auffüllen. Achso, ich dachte, da kommt noch mehr. Boah, der greift hinter dir. Grundsätzlich wirst du automatisch den allernächsten Gegner anvisieren. Aber du kannst auch einen beliebigen Gegner mit R1 manuell anvisieren. Während du das Ziel fasst, erscheint oben links im Bild das Wort anvisiert. Während du dein Ziel anvisierst, wird deine Handlungsweise eingeschränkt, besonders gegenüber anderer Ziele. Drücke nochmal R1, um das Ziel wieder freizugeben. So. Ich möchte noch anmerken, gleich im Intro hat er ja gesprochen und da hat er Englisch gesprochen. Damals, als das Spiel für PlayStation 2 rauskam, hat Sora Deutsch gesprochen. Also war Deutsch synchronisiert das gesamte Spiel. Was passiert jetzt? Ich versinke in der Dunkelheit. Auf wem liegen wir denn hier? Da ist auf jeden Fall eine Tür.
Das ist Icon, wenn solche auftauchen, stehen dir speziell Kommandos zur Verfügung. Wenn Dreieck Untersuchung erscheint, kannst du mit Dreieck das Objekt vor dir untersuchen. Wunderbar. Ich kann sie nicht öffnen. Oder noch nicht öffnen. Eine Truhe. Ja, jetzt kann ich sie halt mit Dreieck öffnen. Da hau ich mit meinem Schwertchen rauf. Eine leere Truhe. Darüber freut sich doch jeder. Großwalziges. Und kann man schieben. Ups. Die ist ja wirklich groß. Wie schiebe ich die denn? Ach so. Kisten lassen sich auch zerstören. Natürlich. Eine Potion erhalten. Items können mit dem Kommando Item benutzt werden. Du kannst nicht nur Gegner, sondern auch Gegenstände anvisieren. Ist dein Ziel anvisiert, kann man mit L2 zwischen verschiedenen Zielen umschalten. Achso, L2, ich habe R2 gerückt. Jetzt kann ich das auch kaputt machen. Kaputt gemacht. Ich glaube, jetzt kann ich durch die Tür. Ups. Untersuchen. Und Sesam, öffne dich. El voilà. Warte, die Tür wird noch nicht aufgehen. Hey, ich bin doch schon durch. Erzähl mir zuerst mehr von dir. Ja, aber gerne doch. Halte mit Select-Taste in die Augenpistole mit dem linken Stick, kannst du dich umsehen. Drücke nochmal die Select-Taste, um in den Mauer-Ansicht zurückzukehren. Da haben wir Selfie. Aus Final Fantasy 8. Walker aus Final Fantasy 10. Und Tidus, ebenfalls aus Final Fantasy 10. Wunderbar. Ja, sprechen wir mal mit ihm. Mit Dreieck, natürlich. Wovor hast du Angst? Alt zu werden, anders zu sein, unentschlossen zu sein. Ist das wirklich so schlimm? Ja, finde ich schon. Oft bin ich zu unentschlossen und das ist wirklich blöd. Was ist dir das Wichtigste im Leben? Seltene Dinge zu sehen, die Welt zu kennen, stark zu sein. Ach, ich nehme mal stark zu sein. Hört sich am besten an von allen. Ansprechen. Was bedeutet dir am meisten? Die Nummer 1 zu sein, Freundschaft, mein wertvoller Besitz. Das klingt so nach Gollum, mein Schatz, die Nummer 1 zu sein. Na gut, nehmen wir Freundschaft. Ist denn Freundschaft denn so wichtig? Ja, du hast Angst, unentschlossen zu sein, du möchtest stark sein, du wünschst dir Freundschaft. Naja, so habe ich das jetzt aus den Frage-Antwort-Spielen nicht erkannt, aber gut, wenn du das sagst. Dein Abenteuer beginnt in der Nacht, nach einem beschwerlichen Weg erwartet dich die aufgehende Sonne. Boah, klingt gut. Der Tag, an dem du die Tür öffnen wirst, ist sehr fern und zugleich sehr nah. Also übermorgen. Gut. Dramatische Musik. Jetzt bin ich auf einmal bei Dornröschen. Ist die Dornröschen? Ich glaube, ja. So, was haben wir denn hier? Gehe ins Licht. Drücke Start. Drücke die Starttaste, um das Menü zu öffnen. Im Hauptmenü kannst du dir zum Beispiel das Inventar oder den Status ansehen oder Spielstellung vornehmen. Doch während deines Kampfes lässt sich das Menü nicht öffnen. Wer hätte es gedacht? Während eines Kampfes. Ich dachte, das... Ja, warum sagst du mir dann erst, dass ich das Menü öffnen kann und dann kann ich es gar nicht öffnen, weil Schattenlosche kommen? Boah, ganz viele auch noch. Wie unfair. Und tschüss. Aua. Ihr habt keine Chance. Oh doch, ihr habt eine Chance. Aua. So, euch habe ich jetzt alle umgeschnetzelt. Und ich habe wieder volle AP, dank der grünen Kugel. Haha, euch habe ich gezeigt. Warte, jetzt wollte ich schnell Start drücken, aber nö. Da, das Licht zeigt mir den Speicherpunkt. Ich gehe erstmal ins Pausenmenü. Items haben wir, Potion, ja, Ausrüstung. Alschera-Schwert, interessant. Lassen wir mal so. Abilities haben wir noch gar keine. Ups, ich wollte noch bei Einstellungen gucken gehen. Da haben wir auch noch nichts. Status.
Wir haben 18 LP, 2 MP und 3 AP. Nächste Stufe erreichen wir in 10. Super. Option. Anvisieren. Fahnenkreuz. Kamera. Stellmarkkurz. Kameraachse. Das stelle ich mal kurz um. Ja, lasse ich erstmal so. Das ist ein Speicherpunkt. Wird er bestimmt gleich sein. Das ist ein Speicherpunkt. Stell dich darauf, um LP und MP zu tanken. Wenn du Dreieck speicherst, öffnest du das Dreieck-Speichermenü. Speicher stehst, bevor du das Spiel beendest. Achte darauf, dass du so oft speicherst, so kannst du immer auf deinen Spieldaten zögern, falls etwas schief läuft. Sprich, falls ich sterbe. Da kommt das Licht. Da kann ich jetzt eine bunte Treppe hochgehen. Ja, aber ich würde sagen, ich speichere an der Stelle. Und so leid es mir tut, werde ich den Part an dieser Stelle beenden. Weil wir schon bei fast 17 Minuten angelangt sind. Das Speichern dauert auf jeden Fall ewig, wenn ich das richtig sehe. Wir sind Ort des Erwachens, Kingdom Hearts Final Mix. Und ich hoffe, ihr schaut auch unbedingt wieder beim nächsten Mal vorbei bei Kingdom Hearts Final Mix. Bis dahin.